Sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu Gesundheit im Gespräch, heute mit dem Thema Makuladegeneration. Die Makuladegeneration ist die häufigste Ursache für eine Erblindung oder eine schwere Sehbeeinträchtigung, und zwar im Seniorenalter. 20% der 65- bis 74-Jährigen leiden bereits unter der Frühform der sogenannten AMD, der altersabhängigen Makuladegeneration. Und bei den 75- bis 85-Jährigen sind es bereits 35%. Ich glaube, deshalb haben wir heute auch so viele Zuschauer und Zuhörer unter uns. Makula, was ist denn das? Wir werden es gleich nochmal von den Experten hören. Makula ist die Stelle des schärfsten Sehens auf unserer zentralen Netzhaut. Und die AMD, also die altersabhängige Makuladegeneration, ist die da entsprechende Erkrankung in diesem Netzhautbereich. Wie gesagt, Experten sind heute unter uns und sie werden uns erklären, wie kommt es eigentlich dazu, warum kommt so eine Erkrankung im Alter besonders vor, gibt es eigentlich auch medikamentöse oder Behandlungsansätze und wenn welche und wie sieht es eigentlich mit den vergrößernden Sehhilfen aus. Ich darf Ihnen die Experten heute vorstellen. Und zwar von links nach rechts haben wir den Optiker, den Herrn Dormann. Er wird, wie gesagt, gleich nochmal etwas zu den Sehhilfen sagen können und Fragen beantworten. Neben ihm sitzt Wladimir Göbel. Er ist Leiter der Ortsgruppe Kassel Pro Retina, also selbst betroffen und kann aus eigener Betroffenheit viele Fragen auch beantworten. Ganz in der Mitte ist unser Moderator Peter Ochs. Er ist im früheren Beruf und vielleicht jetzt auch immer noch Journalist. Und neben ihm sitzt Dr. Radek Kokec. Er ist niedergelassener Augenarzt hier aus Kassel. Und last but not least begrüße ich recht herzlich Professor Dr. Effert. Er ist der ärztliche Direktor und Leiter der Augenklinik Klinikum Kassel. Ich darf mich vorab schon mal bei den Experten bedanken, dass sie hier sind und natürlich uns Rede und Antwort stehen. Ich darf mich bei dem Publikum bedanken, dass sie hierher gekommen sind für dieses Thema und darf mich vorab bedanken bei der Patenschaftskrankenkasse, die uns auch finanziell unterstützen. Das ist die IKK Classic und die Techniker Krankenkasse. Ich darf mich bei den Gebärdendolmetscherinnen bedanken und bei der Firma Clip Media, die hier diese Sendung aufnimmt, damit sie, wenn nicht alles verstanden worden ist oder auch für diejenigen, die gar nicht hören können, an den Fernsehschirmen zum Beispiel im offenen Kanal oder auch im Internet diese Veranstaltung noch einmal nachvollziehen können. Vielen Dank zum Schluss noch an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dem Gesundheitsamt der Region Kassel und einschließlich der KISS, die alle hier vor Ort sind und geholfen haben, diese Veranstaltung auch zu konzipieren und auf den Weg zu bringen. Und jetzt wünsche ich Ihnen gute, vielleicht auch neue Erkenntnisse und gebe das Mikro an den Peter Ochs. Ja, kleinen Beifall für Frau Dr. Müller. Karin Müller ist die Leiterin unseres Gesundheitsamtes hier für Stadt und Kreis Kassel. Jetzt bringt sie das Mikrofon auch wie versprochen. Das ist prima. Dankeschön. Und sie hat gesagt, sie wird jetzt uns gleich verlassen, weil sie sich wieder um Flüchtlinge kümmern will, die medizinische Versorgung brauchen. Dafür haben Sie bitte Verständnis. Ansonsten will ich gar nicht lange Vorrede halten, denn so viele Zuschauer haben wir selten hier und Zuhörer. Das heißt, so viele Fragen werden auch von Ihnen nachher kommen. Und gebe das Mikro an Professor Effert, damit er mit seinem kurzen, einführenden Vortrag beginnen kann. Herr Professor, haben Sie ein Mikro da vorne? Nee, wir haben nur die zwei. Doch, hat er. Gut.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bin der Chef der Augenklinik in Kassel. Viele kenne ich und kennen vielleicht auch mich. Und ich möchte Ihnen jetzt, bevor wir dann in das Thema richtig einsteigen und diskutieren, einen kurzen Vortrag halten über das Gesamtgebiet Makuladegeneration, wobei sich dann wahrscheinlich möglicherweise auch schon viele Fragen selbst ergeben oder von beantwortet sind. Also, wir reden über altersbedingte Makuladegeneration, wurde schon gesprochen über die Makula. Die Makula ist eine Stelle im Auge, die Stelle schärfsten Sehens. Sie sehen hier auf diesem Bild so nochmal so einen Querschnitt durch das Auge. Da haben wir hier vorne die Hornhaut und dann haben wir hier die Linse. Da entwickelt sich immer der graue Star, die Katarakt, die wir so schön operieren können. Und hier hinten, da ist dann die Netzhaut, wenn Sie sich das Auge wie so einen Fotoapparat vorstellen. Ja, und die Netzhaut ist wie der Film oder heute der Chip von der Kamera. Und da gibt es eine ganz kleine Region hier unten, diese, die hat nur einen Durchmesser von 1 Millimeter. Das ist die Makula. Das ist also was Physiologisches. Manchmal kommen die Patienten zu mir und sagen, ich habe die Makula. Die haben wir alle. Jetzt sehen wir das jetzt noch mal ein bisschen genauer. Und diese Makula, da ist ein Farbstoff drin, das Pigment, das ist gelb, das Lutein und das nennt sich der gelbe Fleck. Und wenn man da reinguckt in das Auge, dann ist auch dieser Fleck ein bisschen, diese Region, die Makula, etwas gelb. Also das Licht fällt also hier durch das Auge durch, muss durch die Hornhaut durch die Linse durch und fällt dann genau hier in die Makula. Und wenn Sie mal Physik gehabt haben, dann wissen Sie, Sie haben also hier irgendein Objekt und dann wird ein Bild auf die Makula abgebildet. Speziell das, was Sie konkret betrachten. Es entsteht ein großes Bild auf der gesamten Netzhaut. Aber das, was Sie konkret betrachten, also wenn Sie jemanden ansehen und ich erkenne denjenigen oder Sie gucken eine Zahl an, oder was, genau das wird auf die Makula abgebildet. Deshalb ist die Region relativ kritisch und wichtig. Hier sehen wir nochmal so einen Querschnitt durch die Makula und durch die Netzhaut. Die hat also hier so verschiedene Schichten. Müssen Sie sich so ein bisschen wie so einen Schwamm vorstellen. Und manchmal kann es sein, dass sich dieser Schwamm so ein bisschen mit Wasser füllt. Dann spricht man von feuchter Makuladegeneration. Und wenn wir nun jetzt als Augenarzt in das Auge reingucken mit irgendwelchen Instrumenten, die ich Ihnen gleich zeige, die Sie wahrscheinlich auch alle schon mal selber kennen, dann sehen wir hier die Netzhaut. Ja, das ist also die gesamte Netzhaut, das ist hier der Sehnerv, das sind die Gefäße. Und genau hier sehen Sie ein bisschen dunkler, diese kleine Stelle hier, das ist die Makula. Die hat, wie gesagt, einen Durchmesser von 1 bis 1,5 mm und entsprechend ist sie klein. Und wenn da sich irgendwas abspielt, dann haben Sie Sehprobleme. Und eine Makuladegeneration sieht dann so aus. Sie sehen also hier in der gesamten Makula hier diese Ablagerungen, diese Flecken, ja, auf die ich jetzt hier im Detail nicht alle eingehen, aber Sie sehen auch als Laie jetzt oder als Nichtarzt, dass sich hier offensichtlich erheblich etwas abspielt und Sie sehen, die ganze Region ist betroffen. Wenn Sie das haben, wenn Sie da Veränderungen haben, dann haben Sie Makuladegeneration. Degeneration heißt eigentlich Umwandlung von gesundem Gewebe in minderwertiges Gewebe. Ihre Gelenke degenerieren auch, die tun Ihnen auch alle weh. Daher Makuladegeneration. Daher kommt die Bezeichnung dieser Krankheit. Nun, wie merken Sie das? Sie merken das im Anfangsstadium, dass Sie auf einmal gerade Linien krumm sehen. Patienten kommen in die Sprechstunden und sagen, ich sehe auf einmal meinen Türrahmen, der hat so eine leichte Eindellung. Sie sehen das hier dargestellt, so ein bisschen etwas übertrieben, hier an diesem Bild, dass hier also auf einmal diese Säule so eine Ausbuchtung hat. Das sind die Frühformen. Und wenn das nun jetzt weiter schreitet, ja, dann kann es sein, dass Ihnen die Mitte, da wo die Makula ist, dass Ihnen die funktionell komplett ausfällt. Und in der Extremform, im ganz weit fortgeschrittenen Stadium, sehen Sie das, was hier auf der rechten Seite dargestellt wird, ist einen dunklen Fleck. Drumherum sehen Sie
Das ist wichtig, weil man, wenn im fortgeschrittenen Alter hat man manchmal Angst, ich würde daran erblinden. Also einer Makuladegeneration erblinden Sie nicht. Jetzt müsste man nochmal definieren, was heißt blind. Ja, blind heißt, wenn Sie gar nichts mehr sehen können, wenn Sie sich nicht mehr orientieren können. Ja, aber selbst mit so, in so einem Fall, wenn die Makula in der Mitte also ausgefallen ist, Sie sehen mit dem Schwarzen, dann sehen Sie noch die Umrisse. Sie können also noch zum Beispiel alleine ein Zimmer verlassen. Sie laufen nicht gegen Türen und Schränke. Also an der Makula-Degeneration erblindet man in der Regel nicht vollständig. Trotzdem, Sie können die kritischen Details, Klammer auf, erkennen von Personen, lesen. Es geht hauptsächlich ums Lesen. Das funktioniert eben im fortgeschrittenen Alter nicht mehr. So, wie diagnostizieren wir das? Also das hatte ich Ihnen schon gesagt, wir Augenärzte nehmen also irgendein Instrument, dann hier so eine Spaltlampe, das ist so ein Mikroskop, gucken einfach in das Auge rein und sehen dann die Bilder, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Eine zweite Methode, wie man die Makuladegeneration diagnostiziert und auch im Verlauf beurteilt, ist das OCT. OCT heißt optische Kohärenztomographie, klingt ziemlich kompliziert, ist so etwas Ähnliches, ich sage immer, ist wie so ein Kernspin von der Netzhaut. Ja, Sie machen also ein Querschnittsbild durch die Netzhaut, allerdings nicht mit Röntgenstrahlen wie beim Kernspinuntersuchung, sondern mit Licht. Ja, und dadurch ist das auch völlig ungefährlich. Also das ist jetzt, Sie haben dadurch keine Strahlenbelastung. Und das ist also halt hier so ein Gerät. Und das haben viele, wir hatten das in der Klinik lange Zeit, frühzeitig, aber jetzt haben viele, auch viele niedergelassene Augenärzte das auch. Und dann kriegen Sie hier so ein Bild, Moment, nochmal zurück, hier so ein Bild durch diese Netzhaut. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn sich jetzt hier Wasser ansammelt, dann kann man das wunderbar sehen, das zeige ich Ihnen gleich. Ich erwähne das deshalb, weil wenn Sie möglicherweise behandelt werden müssen mit Spritzen, und dann müssen wir diese Untersuchung machen als Augenärzte. Und die Krankenkassen zahlen die nicht oder nur sehr begrenzt. Und das Gerät kostet 80.000 Euro. Und wenn nun jetzt ein Kollege sich so ein Gerät kauft, dann muss er sich das irgendwie amortisieren. Wir finden das alle Ärzte, die ich kenne, in hohem Maße unbefriedigend und nicht richtig. Aber Fakt ist es so, dass derzeit die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen, eine OCT-Untersuchung nicht bezahlen. Die kostet je nach Verlauf zwischen 60 und 80 Euro. Und die muss unter Umständen mehrfach im Jahr gemacht werden, um das zu verfolgen, hat die Therapie ergriffen. Also wenn Sie jetzt zu einem Kollegen kommen und der von Ihnen Geld verlangt wegen dieser Untersuchung, dann ist das jetzt nicht der böse Wille oder der will Ihnen da irgendwas abnehmen, sondern es liegt einfach daran, dass die Krankenkassen diese Methode, die sich inzwischen als die genaueste herausgestellt hat für die Diagnostik, nicht bezahlen. Ob sich das ändert, weiß ich nicht. Eine zweite Methode, mit der man auch untersuchen kann, und auch untersuchen muss, wenn man eine Behandlung machen will, ist die Fluoreszenzangiografie. Da wird jemandem wie bei so einer Röntgenuntersuchung, bei einer Gefäßdarstellung im Kopf mit einem Farbstoff in die Vene gespritzt und dann wird das Auge fotografiert und dann sieht man in der Netzhaut, wo sich die Veränderungen genauer befinden und insbesondere, ob die Makuladegeneration trocken oder feucht ist. Das haben Sie, viele von Ihnen haben das schon mal gehört. Ich erkläre das gleich nochmal. Die Fluoreszenzangiografie muss auch gemacht werden, zumindest einmal, wenn Sie Spritzentherapie bekommen. Und hier sehen Sie jetzt nochmal so Bilder. Hier sehen Sie das OCT von einer Netzhaut, die also, das erkennen Sie auch, offensichtlich erheblich verändert ist. Wenn Sie sich das alte Bild in Erinnerung rufen, Sie sehen hier so einen Spalt, da ist also Wasser offensichtlich in der Netzhaut, die ist feucht. Und Sie sehen hier, die ganze Oberfläche ist völlig unrund und abgehoben. Ja, und wenn das in der Makula passiert, dann sehen Sie natürlich schlechter, das können Sie sich vorstellen. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie so eine Fluoreszenzangiografie, da sieht man also die gesamte Netzhaut dann und Sie sehen hier, wie sich dieser Farbstoff hier ansammelt. Das ist eben etwas, was auftritt bei Makuladegeneration, beim Gesunden eben nicht. Also Fluoreszenzangiografie müssen Sie einmal machen, OCT häufig und nicht selten müssen Sie auch einen Teil davon bezahlen. Hier sieht man nochmal ein gutes Beispiel. Das ist, so sieht die Netzhaut aus,
wenn wir da reingucken, Sie sehen, hier ist offensichtlich eine Veränderung, die sehen Sie auch. Das ist die Farbstoffuntersuchung, Fluoreszenzangiografie. Farbstoff hat sich hier angesammelt, der ganze Bereich ist betroffen. Und hier sehen Sie, wie die ganze Netzhaut hochgeklappt ist durch diese OCT-Untersuchung. Hier ist Wasser drunter. Das ist das, was wir Augenärzte, machen mit Ihnen an Diagnostik, um festzustellen, müssen wir behandeln oder müssen wir nicht behandeln. Und jetzt hatte ich schon gesagt, man teilt die Makula ein in eine feuchte Form und in eine trockene Form. Feucht heißt, es hat sich Wasser in der Netzhaut angesammelt, wie in dem Bild hier vor. Hier, das ist alles Flüssigkeit. Feucht heißt aber auch, im fortgeschrittenen oder im feuchten Stadium bilden sich neue Blutgefäße. Und diese Blutgefäße, die wachsen wie so eine Scheibe unter der Makula, wie auch bei Tumoren, hat aber mit dem Tumor nichts zu tun. Ja? Und die bluten dann plötzlich. Das ist dann die Situation, wenn ein Patient mit Makuladegeneration kommt und sagt, ich sehe auf einmal gar nichts mehr. Dann hat es meistens geblutet. Also die feuchte Makuladegeneration bedeutet Wasser, Ödem heißt es in unserer Sprache, und neue Blutgefäße, die möglicherweise bluten und später fibrosieren. Jetzt kommen wir zu Risikofaktoren. Was sind die Risikofaktoren? Also Rauchen. Rauchen hat neben anderen Nebenwirkungen, wie Sie alle wissen, auch erheblichen Einfluss auf die Makuladegeneration. Und es gibt Studien, die zeigen, dass die Makuladegeneration, dass Raucher eine schlechtere Prognose haben. Ja. Das Geschlecht. Das Geschlecht, Frauen haben oft einen schlechteren Verlauf als Männer. Da weiß man nicht genau warum. Das hängt wahrscheinlich mit hormonellen Gründen zusammen, mit den Hormonen, mit dem Hormonstatus. Fakt ist, dass Frauen, der Verlauf häufig schlechter ist. Die Hautfarbe, blaue Augen sind vermehrt betroffen. Sonne, starkes UV-Licht. Gut, dazu muss man sagen, gut, jetzt hatten wir ja mal wunderschönes Wetter, aber wann scheint in Kassel schon mal die Sonne? Also das würden wir jetzt als nicht einen Signal, es sei denn, Sie fahren jetzt in die Südsee und legen sich ständig in die Sonne und machen immer die Augen auf. Also sonst ist das Sonne vielleicht nicht so unbedingt das Problem. Schlechte Ernährung, da komme ich gleich noch drauf zurück, und auch hat auch eine gewisse vererbliche Komponente. Das heißt, wenn Sie in der Familie Makuladegeneration haben und Ihre Mutter hat es gehabt, dann beobachtet man häufig auch. Aber es gibt nicht eine eindeutige genetische Linie, dass man sagen kann, okay, mit der und der Wahrscheinlichkeit bekommen Sie jetzt auch eine Makuladegeneration, weil Ihre Eltern eine gehabt haben. So, Therapie. Was können wir machen? Also einmal die Früherkennung und ist auch eine Therapie ist, wenn Sie jetzt wissen, wenn wir wollen natürlich auch wissen, die Veränderungen, die sich Ihnen da gezeigt haben, die müssen sich nicht unbedingt am Anfang direkt auf das Sehvermögen schlagen. Und trotzdem wollen wir natürlich wissen und Sie selber auch, verändert sich Ihr Sehvermögen? Muss ich schneller wieder zum Augenarzt? Und da gibt es dieses Netz hier. Dieses sogenannte Amsler-Netz von einem Herrn Amsler, der hat das 1800, fragt mich wann, erfunden oder eingeführt. Und da muss man also hier so ein Gitterliniennetz bekommen mit nach Hause und muss dann halt selber beobachten, ob sich jetzt hier die Verzerrungen hier zunehmen oder nicht. Ich gebe das immer nur ungern mit, weil viele dann quasi stündlich gucken, hat sich verändert oder hat sich nicht verändert. Ja. Und abgesehen davon verläuft ja diese Erkrankung auch relativ langsam, ja, so über Tage oder über Wochen und Monate. Also wir reden ja nicht von Tagen. Also man macht sich dann auch häufig verrückt. Deshalb gebe ich das nicht so gerne mit. Wie kann man vorbeugen? Oder wie kann man die trockene Form der Makuladegeneration behandeln? Da heißt es einmal gesunde, vitaminreiche Ernährung und Mineralstoffe. Und man kann vorbeugen mit Lichtschutzfaktoren. Und ein Lichtschutzfaktor, der ist das Lutein, das sich auch in der Makula bei jedem Gesunden in hoher Konzentration findet. Und dieser Lichtschutzfaktor Lutein und auch die Mineralien, die finden sich in Gemüse, in grünem Gemüse und im roten Gemüse. Also viel Spinat essen, viel Paprika essen. Heißt aber nicht, dass Sie jetzt nur noch Spinat, Paprika und Tomaten essen.
Ja, aber das ist das eine, was Sie tun können. Das zweite, was Sie tun können, ist, wenn Sie sagen, ich will aber mehr tun. Ja. Es gibt fertige Präparate, und zwar eine ganze Menge von der Pharmaindustrie, wo diese gesamten Vitamine alle in richtiger Konzentration drin sind. Auch das zahlen die Krankenkassen nicht. Da sind Studien gemacht worden und die Studien haben nun gezeigt, konnten nicht eindeutig nachweisen, dass das wirklich den Verlauf deutlich verbessert, signifikant verbessert. Aber es gibt viele theoretische Gründe, auch das, was man über die Krankheit inzwischen weiß, dass es schon Sinn macht. Und ich empfehle, wenn jemand eine schwere, trockene Form hat, empfehle ich, diese zu nehmen. Ich würde sie auch nehmen. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, man weiß nicht, ob es hilft. Einmal nehmen heißt dann immer nehmen. Man müssen es auch bezahlen, sind aber nicht so sehr teuer. Dann gehen Sie in die Apotheke und sagen, ich hätte das gegen Makrodegeneration, packt der Apotheker Ihnen sofort die ganze Palette aus. Also das können Sie machen oder eben gesund leben, gucken, dass Sie Ihre, auch sonst sollten Sie gucken, dass Sie keinen hohen Blutdruck haben und Diabetes und die Blutfette, das hat alles einen Einfluss und das sollten Sie natürlich auch sowieso immer auch mit kontrollieren. Das ist das, was Sie machen können bei trockener Makuladegeneration. Wenn Sie jetzt eine feuchte Form entwickeln, das heißt also Wasser, Ödem oder neue Blutgefäße entwickeln sich, dann, Sie sehen das hier nochmal auf dem Bild, ja, das ist jetzt so ein Artikel, habe ich noch im Internet vom Spiegel Online. Ja, da sehen wir hier nochmal die Makula und hier haben wir die Netzhaut und da bilden sich also jetzt hier auf einmal neue Blutgefäße, ja, und die heben dann die Netzhaut hoch, die führen dazu, dass da Wasser reinkommt. Das sehen Sie, ist nur dieses kleine Areal hier, ja. Und später könnten die unter Umständen auch bluten. Also wenn es zu einer feuchten Form kommt, dann gibt es so seit 5, 6 oder fast 10 Jahren, zwischen 8, eine Therapie, nämlich man injiziert ein Medikament in den Glaskörper, ins Auge im Klartext. So, das hört sich erstmal natürlich, jeder, der das zum ersten Mal sagt, oh, das ist ja klingt ja fürchterlich. Wir als Ophthalmologen sagen, wieso ist da gar nicht so Körper, ist da gar nicht so schlimm, aber ich kann mir das schon vorstellen. Als Nicht-Augenarzt findet man das ein bisschen gruselig, dass man ein Medikament ins Auge spritzt. Warum spritzt man das ins Auge? Weil man sonst an die Makula da hinten, oh, das war jetzt ein bisschen, genau hier, da soll das Medikament wirken, ja. Und wenn Sie jetzt hier mit einer Spritze das genau vor die Makula spritzen, nicht in die Makula, dann haben Sie ein Problem, dann wirkt das viel mehr, als wenn Sie das jetzt meinetwegen als Tablettenform oder als Tropfen in irgendeiner Form auf das Auge oder spritzen. Das kommt nicht an. Wobei es gibt inzwischen eine Entwicklung, dass man möglicherweise die Makuladegeneration in Zukunft vielleicht doch mal mit Tropfen behandeln kann. Aber bisher funktioniert das nicht. Deshalb diese Spritze. So, und das Medikament, was man dann spritzt, das wirkt hauptsächlich gegen diese neuen Blutgefäße. Ja? Und da gibt es 3 verschiedene. Das erste, was da auf den Markt kam, war das Lucentis von der Firma Novartis. Und die hatten das Monopol und man spritzt 0,2 Milliliter, also wenig, kostet 1.000 Euro eine Spritze. Also angeblich wäre es ein bisschen billiger geworden. Dann ist die Firma Bayer auch mit einem zugelassenen Medikament, Eylea, auf den Markt gekommen, das ähnlich oder praktisch gleich wirkt und das kostet unwesentlich weniger. Also so eine Spritze kostet, wie gesagt, um die Listenpreis 1.000 Euro, 0,2 Milliliter. Man braucht im Mittel im Jahr 6 Spritzen. Im Mittel. Der eine braucht mehr, der andere braucht weniger. Okay, und jetzt habe ich noch ein drittes. Wir können das ja nachher dann diskutieren, wie die einzelnen Therapieschemata sind, sonst rede ich hier zu lange. Und das dritte, was ich da unten noch aufgeführt habe, das ist das Avastin.
Und das Avastin, das gab es schon vor diesen anderen Medikamenten. Das ist ein Medikament, was man bei der Tumortherapie ansetzt. Und ich hatte schon eben mal erwähnt, auch bei Tumor, wenn Sie jetzt ein Karzinom haben, was ich Ihnen nicht wünsche, dann entstehen bei diesen Krebszellen auch neue Blutgefäße. Die sind Bedingungen, damit der Tumor wachsen kann. Und deshalb gibt es ein Medikament, genau wie bei der Makuladegeneration, da entsteht ja auch dieses neue Blutgefäß, ja. Und mit einem ähnlichen Mechanismus. Und dafür ist das Avastin entwickelt worden. Da kostet eine Flasche 80 Euro. Ich glaube, da sind 5 Milliliter drin. Wir spritzen 0,2 Milliliter. Und dann hat in den USA einer gesagt, Mensch, das Avastin, das müsste doch eigentlich genauso wirken wie die zugelassenen Medikamente Eylea und Lucentis. Und das ist tatsächlich der Fall. Das Avastin kann man auch nehmen, kostet wesentlich weniger, ist aber nicht zugelassen. Was heißt das, nicht zugelassen? Heißt, wenn eine Pharmafirma ein neues Medikament für ein bestimmtes Organ auf den Markt bringt, dann muss es eine unglaubliche Prüfungsphase durchlaufen, was auch die Medikamente so teuer machen. Also ich bin jetzt hier kein Pharmafreund, das muss man allerdings auch sagen. Ja. So eine Entwicklung wie Lucentis hat angeblich die Firma Novartis 1 Milliarde gekostet. 1 Milliarde. Ja, weil Sie können, Sie wissen, wie das heute ist, Sie müssen Studien machen, Sie müssen Tierversuche machen, Sie müssen unendlich viele Prüfkriterien durchlaufen, ehe ein solches Medikament zugelassen ist. So, und jetzt zeigt sich nun, dass das Avastin, was ja für was anderes entwickelt worden ist, genauso gut wirkt. Und damit gibt es in unserem Fachgebiet, das haben Sie vielleicht auch schon, da werden Sie auch konfrontiert werden, eine große Diskussion. Die Krankenkassen haben natürlich ein Interesse daran, weil sie Kosten sparen wollen, berechtigterweise, nimmt doch Avastin. Der Patient sagt, ja, ist aber eigentlich nicht zugelassen. Die Studien sagen, wirken gleich, auch die Risikofaktoren sind gleich. Und da und wir Ärzte werden auch angehalten, vermehrt Avastin dem Patienten oder nicht zuzureden, aber ihm darauf hinzuweisen, dass er auch einen Beitrag für seine Krankenkasse leistet. Und manche Kassen genehmigen das dann auch viel, viel einfacher. Sie wissen, da gibt es Genehmigungsverfahren, die sind ziemlich kompliziert. Also das ist das Thema Lucentis Eylea gegen Avastin, kann man nachher dann noch diskutieren. So, und wenn das jetzt alles nichts hilft, auch da muss man sagen, diese Spritzentherapie ist nicht das Gelbe vom Ei. Also man kann damit den Krankheitsprozess aufhalten. Viele Patienten sagen auch, ich sehe besser. Die Krux ist eben, dass dann irgendwann die Wirkung nachlässt und dann muss man eigentlich wieder nachspritzen. Letztendlich ist es eine Dauertherapie. Und die Studie, die gezeigt hat, dass das wirkt, ja, die ist so angelegt worden, dass jeden Monat eine Spritze gegeben wurde. Was auch nicht ganz ungefährlich ist, denn kann doch was passieren bei so einer Spritze, eine Infektion. Ja, also es ist, aber es hat deutlich die Makuladegenerationsbehandlung beeinflusst und verbessert. Zumindest erreicht man eine Verzögerung und wenn Sie noch 3 Jahre länger lesen können, dann ist das auch ein Ergebnis. Und wenn das alles nicht hilft und trotzdem schreitet es fort oder das Stadium ist so weit, dass auch diese Medikamente nicht mehr nützen, dann möchte ich darauf hinweisen, aber da haben wir ja auch einen Experten hier, der das nachher noch weiter erläutern kann. Es gibt spezielle vergrößernde Sehhilfen, die teilweise sehr ausgereift sind und mit Lupen oder entsprechende Präsentationsgeräte, wo Sie dann durchaus in der Lage sind, wieder lesen zu können oder zumindest mal eine Überweisung auszufüllen. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Professor Effert. Kommen Sie wieder hoch zu uns. Das war sehr aufschlussreich und ich glaube, der Beifall zeigt Ihnen gut angekommen. Herr Dr. Kokesch, Sie als niedergelassener Augenarzt sind der Erste, der sowas diagnostiziert, außer dem Patienten, der zu Ihnen kommt und sagt, Doktor, ich habe da auf meinem Fernseher immer so einen roten Punkt unten, wenn der aus ist, und einen grünen, wenn der an ist. Und wenn ich mit dem einen Auge drauf gucke, dann ist der Punkt weg. Kommt sowas häufig vor oder was sehen die Patienten als Erstes? Dass sie schon so differenziert kommen, ist eher seltener. Meistens kommen sie mit, ich sag mal, mit einer Sehminderung.
Oder, was auch relativ häufig vorkommt, sie kommen doch mit dem verzerrten Sehen. Weil das ja inzwischen schon bekannt ist, dass dieses Phänomen auftritt. Das sind eigentlich die Anfangssymptome. Sind das Patienten, die sonst auch zu Ihnen kommen wegen Brille oder anderen Beschwerden oder kommen die jetzt ganz gezielt? Das ist das Erste, was Sie erleben. Ich kann mir vorstellen, bei der ersten Veränderung schiebt man das auf alle möglichen Ursachen, vielleicht Erkältung oder schlecht gegessen oder getrunken und geht nicht gleich zum Arzt. Ja, natürlich kommen die Patienten nicht, ich habe eine Makuladegeneration. Also die meisten kommen schon und sagen, ich möchte eigentlich eine neue Brille, ich sehe schlechter. Das ist das Häufigste. Mit dem Verzerrtsehen oder mit dem Skotom, wie wir das nennen, also diesen Ausfall, den Herr Effert auch geschrieben hat, dass man im zentralen Bereich dann eben nichts mehr sieht, die Beschreibungen kommen seltener. Nun ist es ja heute leider so, dass man wegen der Brille nicht mehr zum Augenarzt geht, weil der kann gar keiner mehr verschreiben. Das heißt, manche Leute kommen vielleicht viel später. Sind die Optiker eventuell auch dann gefragt, die Leute zum Arzt zu schicken, Herr Dormann? Ja, sicherlich, denn also eine medizinische Abklärung bei einem solchen Gesichtsfeldausfall ist, denke ich, von großer Wichtigkeit, bevor man da mit den Korrekturen loslegt. Brillen gibt es ja heute schon im Supermarkt. Das ist richtig, da sprechen wir allerdings von Lesehilfen und nicht unbedingt von Brillen. Na schön, aber ich denke, die sind so viel billiger, dass manche Leute erstmal zu so etwas greifen, wenn sie irgendwann eine Sehverschlechterung feststellen und nicht gleich an eine Krankheit denken. Unter Umständen kann man diese fertigen Sehhilfen auch als Entfernungsausgleich benutzen, aber für den weiteren Einsatz haben sie oftmals Grenzen. Auch an der Stabilität. Ich wollte gar nicht Reklame für Sie machen, sondern ich wollte einfach darauf zu sprechen kommen, wie schnell wird eine AMD diagnostiziert? Also wann kommt der Medizinmann und hebt das Fallbeil? Ja, Herr Effert. Also meine Erfahrung ist, dass die Patienten sagen, okay, beim Lesen haben sie Probleme, ja, oder das Verzerrtsehen ist ein Anfangssymptom. Oder beim Fernsehen sagen sie, unten den Streifen kann ich nicht mehr lesen. Also bei kleinen kritischen Details, da fängt das dann an. Und das schreitet aber langsam vor, das geht nicht schnell. Viele kommen auch und sagen, denken, ach, ich brauche eigentlich nur eine neue Brille, meine Brille stimmt nicht mehr. Und dann stellt man fest, ach, es liegt gar nicht an der Brille. Wir haben gehört, dass etwa 20% der Menschen damit rechnen müssen, von der AMD heimgesucht zu werden. Sind die Zahlen gewachsen oder kommen die Prozentzahlen nur deswegen, weil die Menschen länger leben, zustande? Also ich denke mir, die Prozentzahlen wachsen nicht, sondern die Lebenserwartung wächst des Menschen und wir gehen vielleicht auch damit kritischer um. Ich denke, ich habe immer früher gehört, ja, der Opa war blind, das war so. Heute ist man da irgendwie differenzierter und man will auch im höheren Lebensalter sehen, lesen, Fernsehen gucken, am Leben teilnehmen. Also selbst wenn Sie dann ein Smartphone kriegen von Ihrem Enkel und nicht mehr darauf erkennen, was da zu sehen ist, dann freut sich der Enkel, aber Sie müssen zum Optiker oder zum Augenarzt. Wir haben hier neben uns einen Herrn sitzen, Herr Göbel ist Chef dieser Selbsthilfegruppe Pro Retina. Geben Sie mal das Mikrofon bitte in die Hand. Sie betreuen Menschen außerhalb des normalen Krankenalltags. Zu Ihnen kommen Menschen, die Betroffene sind. Auch Angehörige? Auch Angehörige, ja. Ich bin selbst betroffen und wir setzen da an, wo die Ärzte zum Beispiel oder die Optiker aufhören. Die MD oder die altersbedingte Makuladegeneration ist ja nicht heilbar. Prozess kann meiner Meinung nach oder wie ich das, soweit ich das richtig informiert bin, aufgehalten werden oder kommt zum Stillstand. Und
Und da stellt sich für uns, für Betroffene, die Frage, wie gestaltet man sein Leben? Wie kann man weiterhin einen Haushalt führen? Wie kann man einer Beschäftigung nachgehen? Wie kann man Freizeitaktivitäten gestalten? Und da ist unsere, verstehen wir unsere Aufgabe so, dass wir unsere Mitglieder informieren. Was gibt es an Hilfen im Haushalt? Was gibt es für Hilfen am Arbeitsplatz zum Beispiel? Oder welche Reisemöglichkeit gibt es? Wie kann man trotz dieses Handicaps sein Leben erfüllt gestalten? Da sind wir gleich bei den Hilfsmitteln. Geben Sie das Mikro bitte mal an Herrn Dormann. Professor Effert sprach schon an, dass es dort einiges zu haben gibt, was den Alltag erleichtern kann. Wenn Menschen in einer Partnerschaft leben, ist es ja manchmal gar nicht so schwer, aber bei alleinstehenden Menschen stelle ich es mir doch sehr schwierig vor, wenn man nicht mehr sehen kann. Was haben Sie im Angebot? Also das stimmt, wie Sie es sagen. Es gibt viele verschiedene Hilfsmittel, die wir vorstellen können. Das geht von der, ich sag mal, klassischen Lesebrille, die oft von betroffenen AMD-Patienten, Kunden auch als Nahbrille gesehen werden darf. Denn es geht ja nicht immer nur darum, was zu lesen, sondern den Haushalt zu bestreiten, einen Apfel zu schälen, die Kartoffel und so weiter. Dafür gibt es vergrößernde Sehhilfen und dann gibt es optische Hilfsmittel, das kennt jeder von Ihnen, das sind die klassischen Lupen und das geht hin bis zu den optoelektronischen Hilfsmitteln, dem sogenannten Bildschirmlesegeräten, die man dort einsetzen kann. Und von den Systembrillen, da sprechen wir über Brillen, wo verschiedene Lupensysteme eingearbeitet werden, um die Peripherie, also die Randbereiche der Netzhaut, besser auszunutzen, wie man das früher gemacht hat, bevor die Makuladegeneration auftrat. Ja, Herr Professor Effert, die Makula selbst ist ja dieser kleine millimetergroße Bereich, wo man scharf sieht und drumherum wird immer verschwommener. Sehe ich das richtig? Nee. Genau, in der Mitte wird es immer verschwommener. Drumherum bleibt es so. Also wenn ich jetzt hier jemanden geradeaus anschaue, dann sehe ich ja drumherum, dass da noch Sie sitzen. Aber nicht scharf. Ich sehe es nicht scharf, aber ich sehe es. Ich kann erkennen, das sind Menschen, das sind Türen und so weiter. Deswegen unterscheidet man beim Sehen ja immer das zentrale Sehen, Makula sehen, ja, lesen, das, was ich gerade angucke, das kritische Detail, das geht verloren bei der Makuladegeneration. Drumherum, je nachdem, wie breit es nun die Veränderungen sind, bleibt es in der Regel erhalten. Die Amerikaner haben ja diese beiden Begriffe Reading Vision und Walking Vision. Das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Und das Walking Vision, das bleibt in der Regel erhalten. Das ist wichtig. Das heißt, wenn Sie auch zu Hause sind, Sie erkennen dann unter Umständen nicht mehr genau, was liegt da genau auf dem Tisch, aber Sie können sich da bewegen. Das ist nur für viele eine Beruhigung. Man ganz erblindet, man will gar nichts mehr sehen. Nur noch hell und dunkel oder dunkel. Das ist bei der Makuladegeneration sehr, sehr selten. Meine Frage zielt da auf die Sehhilfen vom Optiker. Er kann, wenn der Scharfsehpunkt, der Reading Point, nicht mehr funktioniert, durch eine Brille ja nicht dazu führen, dass der umgebende Bereich, der eben noch ausreicht, um sich zu orientieren im Raum, das sehr schärfer sieht, oder ist das machbar? Also man kann mit Hilfe einer Vergrößerung die geringere Sehschärfe, die in den Randbereichen der Netzhaut vorhanden ist, simulieren, eine Sehleistung von 50% zu haben, die man benötigt, um sinnentnehmend beispielsweise Buchdruck lesen zu können. Wie gesagt, man erweckt nur den Eindruck, die Sehleistung zu haben, weil man eben das geschriebene Wort oder die Gegenstände aus dem Zentrum der Netzhaut in die Randbereiche rückt. Ja, und jetzt sind wir bei dem wichtigen Punkt. Wir haben schon gehört, das ist eine sehr teure Krankheit für den Patienten, auch für die Krankenkassen. Aber da die Mittel, gerade wenn Spritzentherapie angesagt ist, doch in den vierstelligen Bereich gehen und öfter verabreicht werden müssen, Frage, was kosten solche Brillen und was zahlt die Kasse dazu? Das ist sehr unterschiedlich.
Es gibt, wie gesagt, die sogenannten Nahbrillen, die nur den Ausgleich der Distanz bieten. Die kosten das Gleiche, wie sie früher dafür bezahlt haben. Da reichen 50, 60 Euro aus. Das ist erstmal die einfache Lösung, um eine Distanz zu bewältigen. Und was die anderen Hilfsmittel anbelangt, ist das ähnlich, denke ich, wie bei den Medikamenten. Es gibt Hilfsmittel, die haben sogenannte Hilfsmittelpositionsnummern und die werden von den Krankenkassen übernommen, bezuschusst, je nach Ausführung. Und dann denke ich, braucht keiner auf die Möglichkeit lesen zu können, verzichten, wenn es denn technisch noch funktioniert. Und die Krankenkassen bezuschussen solche Sehhilfen, um die Frage genauer zu beantworten, ab einer Sehleistung kleiner gleich 30% auf dem besseren Auge. Herr Göbel, jetzt fragen wir den Praktiker. Wie sieht das bei Ihren Freunden aus? Sind die alle ausgestattet mit den Mitteln, die man benötigt? In der Regel schon. Es gibt nicht nur Brillen, es gibt ja auch, was noch wichtig wäre, Kantenfiltern zum Beispiel, monokular wäre vielleicht noch ein Punkt. Erklären Sie, was das ist? Kantenfilter, da kann der Fachmann wahrscheinlich besser erklären, wie die funktionieren. Also die plump ausgedrückt, die nehmen die Blendung weg oder erhöhen den Kontrast. Dass man auch besser sehen kann. Und monokular funktioniert umgekehrt wie ein Fernglas. Wenn man ein Fernglas umdreht, kann man praktisch dann kleiner sehen und somit das, was man jetzt nicht erfassen kann, in der Ferne sozusagen sehen. Ja, und da gibt es elektronische Lupen heutzutage, die auch Kontrast erhöhen können, zum Beispiel nicht schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund darstellen, sondern weiße Buchstaben auf schwarzem Hintergrund. Mhm. Das erleichtert auch das Lesen. In der Regel sind unsere Mitglieder gut ausgestattet. Ich glaube, die Leute, die zu Ihnen kommen, die wollen sich auch von Ihnen erstmal herstellerunabhängig beraten lassen. Betroffene zu Betroffenen ist vielleicht das. Ja. Ja, es geht nicht in der Regel nicht darum, welche Firma gibt es, was bietet die an, sondern was gibt es überhaupt? Ja. Wie kann ich mein Leben gestalten, sodass ich das Leben so weit wie möglich normal führen kann? Und dann schickt man die Leute natürlich zum Optiker oder zum Augenarzt und die beraten explizit die Firma und die Firma bietet diese und diese Sehhilfe an und der Arzt verschreibt dann diese Sehhilfen. Wie groß ist Ihre Gruppe hier in Kassel? In Kassel ist die Gruppe ca. 45, besteht aus 45 Mitgliedern und in ganz Deutschland sind wir ungefähr 5000. Sie haben eine feste Anlaufstelle bei der KIS oder wo kann man Sie erreichen? Wir sind über KIS erreichbar oder über die Internetseite pro-retina.de. Pro-retina.de. Jo, wie oft treffen Sie sich? Die Gruppe wurde im Juni 2014 wiederbelebt und wir haben uns bis dato 6-mal getroffen und haben vor, alle 2 Monate regelmäßig uns zu treffen. Prima. Herzlichen Dank. Ich glaube, die Zeit ist auch schon weiter fortgeschritten. Ich möchte es jetzt hier oben gerne erstmal beenden und zu Ihnen runterkommen, damit Sie Ihre Fragen stellen können. Ich bitte um Handzeichen, dass ich mich so durch die dicht geschlossenen Reihen hier quetschen kann. Warten Sie bitte, bis ich bei Ihnen bin und Ihnen das Mikrofon vorhalte. Ich gebe es nicht aus der Hand. Ich kriege das nämlich sonst nicht wieder und dann wäre der Abend gelaufen. So, Augenblick. Fangen wir doch mal hier in der Mitte an. Wer hatte den Arm gehoben? Oder kommen Sie kurz hier raus? Das wäre nett, ja. Der Kameramann kommt auch. Noch eine wichtige Sache, da das Ganze im Fernsehen ausgestrahlt wird und mancher von Ihnen vielleicht nicht im Bilde sein will, sagt er dem Kameramann einfach Bescheid, mich nicht. Bin heute mit der Freundin hier, soll die Frau nicht wissen oder so. Okay. Also, okay. Bitte sehr. Ja, bei mir wurde diagnostiziert eine trockene Makuladegeneration und grauer Star. Für mich gibt es in dem Zusammenhang 2 Fragen.
A, kann man feststellen, welcher Teil der Erkrankung, sagen wir mal, mein Sehen mehr oder weniger beeinträchtigt? Und die Frage B ist die, die ist noch wichtiger. Mir wurde gesagt, wenn man den grauen Star operiert, stresst das die Makula und es könnte die Geschwindigkeit der Degeneration erhöhen. So, Herr Kokesch, Herr Professor. Vielen Dank, ja. Also zu der Frage, ob man jetzt feststellen kann, ist es jetzt der graue Star oder ist es die Makuladegeneration? Die ist häufig nicht ganz einfach zu beurteilen, weil beides das Sehen beeinflusst. Es gibt so eine Art Lichtstreifentest, da projiziert man so eine Art Streifenmuster auf die Netzhaut, auf die Makula. Und dann muss der Patient angeben, ob er das Streifenmuster erkennt oder nicht. Und das ist ein spezieller Test für die Netzhaut. Wenn er also da bei diesem Streifentest sehr gut abschneidet, dann ist es wahrscheinlich der graue Star. Die zweite Frage war, ob die graue Star-Operation die Makula, das Fortschreiten beeinflusst. Da war man früher der Meinung, dass das so ist. Das haben wir auch so gelernt. Heute gibt es aber eine neue Studie, die gezeigt hat, dass es wahrscheinlich nicht so ist. Wahrscheinlich nicht. Jetzt die Frage, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mich jetzt operieren lassen oder nicht? Da stehen Sie ja jetzt vor. Da empfehlen wir oder ich, das hängt davon ab, wie stark Sie in Ihrem Sehen beeinträchtigt sind. Wenn Sie in Ihrem, Sie sind zwar beeinträchtigt, können aber Ihr Leben normal führen, können nur lesen, können nur Auto fahren, können Fernsehen gucken, würde ich mich nicht operieren lassen. Unabhängig davon, wenn aber eins von diesen Bereichen mich doch signifikant in meinem Leben beeinträchtigt. Und da würde ich nicht zu lange warten. Und Sie haben beides, dann würde ich den grauen Star mir operieren lassen. Frage beantwortet? So, die nächste Frage haben wir hier drüben. Ja, ich habe voriges Jahr Lucentis 3 Spritzen bekommen. Und die haben dermaßen abgebaut, hatten erst aufgebaut von 10 auf 12. Und dann ist es gesunken auf 7. Und da habe ich dieses Jahr das Avandis bekommen. Und von der Zeit an, wo ich die Spritzen bekomme, alles, was ich näher ansehe, ist alles blau. Wenn ich mich mit jemand unterhalte und sehe dem ins Gesicht, der sieht aus, als hätte er eine blaue Maske auf. Ja, jetzt die Frage, glaube ich, die zielt darauf, ob jetzt das Avastin weniger wirksam ist wie das Lucentis, glaube ich. Also wie Herr Effert ja schon gesagt hat, die Studienlage zeigt das nicht. Also die zeigt, dass beide Medikamente gleich wirksam sind. Obwohl wir wissen, dass wenn man Medikamente wechselt, manchmal eher ein positiver Effekt rauskommt. Ich denke mir, dass vielleicht bei Ihnen auch der Fortschritt der Erkrankung dazu geführt hat, dass jetzt insbesondere die Farbwahrnehmung, das ist auch noch ein Effekt, wenn die Makuladegeneration fortschreitet, dass die Farbwahrnehmung anders, schlechter wird. Nicht nur das Sehen, auch die Farbwahrnehmung. Also ich persönlich glaube nicht, dass das Avastin, aber nichtsdestotrotz, wenn Sie der Meinung sind, würde ich als Augenarzt beim nächsten Mal Ihnen wieder Lucentis geben. Ja. So, jetzt gleich in der Nähe, ich komme wieder zu Ihnen rüber. Ja, ich habe mal eine Frage und zwar, bei mir wurde auch Makula festgestellt und ich habe eine Kapsel verschrieben bekommen, Vitalux, ob ich die jetzt durchgehend nehmen muss bis am Ende meines Lebens oder ob das sich so bessert. Herr Effert ist ja auch da, glaube ich, kurz drauf eingegangen, auf die Nahrungsergänzungsmitteltherapie bei der Makuladegeneration. Also ich denke, Sie haben die trockene Form, sonst hätten Sie ja eine Spritzentherapie bekommen. Diese Nahrungsergänzungsmittel, wir wissen nicht genau, wie viel sie helfen. Wir denken, wie eine Studie aus Amerika gezeigt hat, dass sie bei manchen Patienten das ein bisschen verlangsamen, das Fortschreiten verlangsamen. Und welches Mittel Sie denn nun genau nehmen, ich denke, alle, die auf dem Markt da sind, können genommen werden. Wenn Sie es nehmen, nehmen Sie es immer. Und wenn Sie denken, es hilft Ihnen, machen Sie es.
Ich hatte das ja auch schon mal beantwortet. Also wenn Sie eine leichte Form der trockenen Form der Makuladegeneration haben, ja, und die eigentlich konstant ist über Jahre, über Monate und es ändert sich gar nichts, dann würde ich viel Gemüse essen. Aber wenn Sie eine schwere Form, da gibt es ja auch nochmal eine Klassifizierung bei den trockenen Formen. Ja, da gibt es auch welche, wo wir auch wissen, bei der Form ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie umschlägt in eine feuchte, da würde ich es nehmen. Und um Ihre, wenn einmal nehmen, dann immer nehmen. Die nächste Frage hier drüben. Ja, mein Name ist Klaus Försterling, ich bin 75 Jahre und zwar habe ich eine Makuladegeneration erfahren und im folgenden Fall. Anfang des Jahres bin ich mit dem Auto unterwegs gewesen und die Linien auf den Straßen, wie durchgezogene oder unterbrochene Linien, verwarfen sich total und ich bin nicht mehr sicher gewesen, wie ich fahre. Darauf sofort zum Augenarzt festgestellt, nasse Makuladegeneration und ich habe inzwischen 3 Eylea-Spritzen gekriegt und stehe in der Untersuchung noch. Und der Arzt hat gesagt, es hat sich etwas regeneriert, in einen sehr guten Zustand wieder versetzt. Ganz wegkriegen wir es nicht. Ob ich die 4. brauche, weiß man nicht. Das entscheidet sich im Oktober. Und jetzt kommt meine Frage. Ich habe voriges Jahr eine Herzoperation gehabt und habe 3 Bypässe gekriegt. Und die Frage war dazu, vorher etwas erhöhten Blutdruck gehabt. Ist das im Zusammenhang zu sehen, dass ich durch die Herz-OP eine solche Makuladegeneration gebildet hat? Also ich glaube, Herr Effert kam ja auch kurz schon mal darauf zu sprechen, es ist ein Risikofaktor, also das heißt, der Blutdruck, der Diabetes sind Risikofaktoren der Makuladegeneration, aber ich glaube nicht, dass Ihre Herzoperation jetzt diese Makuladegeneration verursacht hat. Frage beantwortet, aber ich wollte noch eine Sache sagen, damit wir das nicht vergessen, weil ich das so wichtig halte. Sie haben jetzt die Spritzentherapie angefangen. Sie haben 3 Spritzen bekommen. Ich habe Ihnen gesagt, die Studien sind gemacht worden, wo richtig gute Ergebnisse sind, jeden Monat eine Spritze, über ein Jahr. Wichtig ist, dass Sie dann selber auch dranbleiben und auch wenn Sie feststellen, es wird schlechter, wieder zum Augenarzt gehen und dann nicht zu lange warten. Weil wir beobachten oft, dass die Patienten nach 3-4 Monaten erst dann wiederkommen und dann ist es deutlich weiter fortgeschritten, insbesondere wenn das andere Auge noch gut sieht. Also mein Rat, wenn Sie gerade die teure Spritzentherapie angefangen haben, dann auch regelmäßig zum Arzt gehen und auch, wobei ich weiß, es ist sehr schwierig für Sie, da einen Termin zu kriegen, aber das ist ein anderes Thema. Aber wichtig ist dann auch selber dran zu bleiben. So, die nächste Frage hier drüben. Ja, ich bin ein relativ junger Mensch noch. Mich hat das im Januar ereilt. Ich bin jetzt seit 9 Monaten zu Hause. Ich habe die feuchte Form. Ich habe von Spritzen, Medikamenten, Tabletten alles bekommen. Es wird immer schlimmer. Mein Augenlicht ist bei 20% mittlerweile. Ich kann nicht mehr arbeiten, also mein Arbeitgeber will mich so nicht mehr, ich kann kein Auto fahren, also vom Autofahren habe ich heute Abend hier überhaupt noch nichts gehört, weil ich weiß gar nicht, wie das ist, darf ich überhaupt noch Auto fahren, wann muss ich den Führerschein abgeben und ich war eben auch ein bisschen erschrocken, dass jetzt gesagt worden ist, man weiß überhaupt nicht, ja, bei der Feuchten, wie es weitergeht, also ich stehe total auf dem Schlauch, ich werde irgendwann ausgesteuert und kann nicht mehr arbeiten gehen, ich weiß überhaupt nicht mehr, ich habe sämtliche Hilfen von Brillen, Lupen, alles tralala zu Hause, aber ich habe das Gefühl, bei mir wird es immer schlimmer. Und die Spritzen haben mir überhaupt nichts geholfen. Das kann ich nur so aus meinen Erfahrungen jetzt sagen. Und ich laufe von einer Augenklinik zur anderen und werde immer wieder vertröstet. Und deswegen hätte ich auch Interesse an dieser Gruppe, die Sie da nennen, weil ich weiß überhaupt nicht mehr weiter und wer mir noch helfen kann. Also ich hatte ja schon gesagt, dass auch diese Spritzentherapie nun keine, ja, das Gelbe vom Mais oder das klingt vielleicht zu salopp formuliert, aber keineswegs eine Therapie ist, die wirklich das Krankheitsbild zum Stoppen signifikant bringt oder sie hilft, sie verzögert und es gibt Verläufe, wie offensichtlich auch bei Ihnen, wo trotz aller therapeutischen Maßnahmen das Krankheitsbild fortschreitet und man letztendlich nichts machen kann. Sagen Sie noch einen Satz, ich habe es ein bisschen weiter heute. Thank you.
So. Ja, gut. Die nächste Frage kommt hier. Der Kameramann kommt gespuchtet. Moment, Sekunde bitte. Erst fürs Fernsehen denken. Ich hatte vor 4 Jahren hatte ich einen grauen Star und habe mich dran operieren lassen und habe 2 neue Linsen gerichtet. Also innerhalb von 8 Jahren 2 neue Linsen. Und das ging ganz prima bis vor vielleicht vor 1,5 Jahren. Und dann kriegte ich die nasse Makula. Und da habe ich dann 3 Spritzen reingekriegt. Und das hat mir aber nichts geholt. Und dann hat mir jemand gesagt, er wäre in Marburg gewesen, in der Augenklinik. Und dann bin ich da mal hingefahren und da haben die mich untersucht. Da haben sie gesagt, sie könnten da nichts mehr dran machen, weil die zu vernarbt wäre. Ne? Ja, und da habe ich das dabei gelassen. Und jetzt fängt das auf der rechten Seite an. Jetzt fängt es an mit dem Lesen, da ich nicht so gut lesen kann oder fast gar nicht. Und wenn ich jemanden angucke, dann hat jemand, der Mensch einen krummen Mund oder irgend sowas, ne? Und irgendwas, was kann man da noch machen? Also, wenn Sie schon insbesondere jetzt am einen Auge ja nicht erblindet, aber wahrscheinlich unter 5% gesunken sind und Ihr zweites Auge fängt an, also ich würde auf jeden Fall sofort oder möglichst schnell einen Augenarzt besuchen und mit Nachdruck, wenn es eine feuchte Form ist, auf der einen Seite das auch behandeln, also wirklich mit Nachdruck, weil es Ihr letztes Auge ist und es ist die einzigste Chance. Wir haben keine andere Chance und wenn... Wichtig ist bei diesen Behandlungen am Ball zu bleiben, wirklich regelmäßig auch, wenn man 3 Spritzen gekriegt hat, auch danach kontrollieren zu lassen. Ich versuche meine Patienten auch wirklich regelmäßig zu sehen, weil ich sie danach einbestelle. Natürlich ist es schwierig, aber es geht nicht, dass man dann mal einfach lange Zeit unbeobachtet bleibt. Ich habe jetzt wieder einen Termin am 15. September. Und wir müssen sehen, was da rauskommt. Genau. Und wie gesagt, auch wenn Sie mit einem Auge eine schlechte Erfahrung gemacht haben, das kann einem anderen Auge eine völlig andere Erfahrung geben. Wunderbar. Die nächste Frage hier. Ich habe vor 2-3 Monaten gegoogelt zu dem Wirkstoff Lutein, der in den Nahrungsergänzungsmitteln ist. Und da erschien, dass das Lutein bei Frauen Krebs verursachen kann. Jetzt bin ich sehr verunsichert. Ist das bekannt? Das findet man im Internet. Aber es ist bisher die Lehrmeinung, die medizinische Meinung, dass es sei denn, sie nehmen Unmengen Lutein. Ja, aber man weiß halt nicht ganz genau, wenn man jetzt diese Nahrungsergänzungsmittel 30 Jahre lang nimmt oder 40 Jahre lang, ob dann möglicherweise das Krebsrisiko erhöht ist. Aber primär würde ich, das ist dann immer so eine Risikoabwägung, ich würde dann eher den Nutzen des Luteins beim Fortschreiten der Makulatur würde ich höher sehen als das Risiko, dass ich Krebs bekomme. Auffallend ist, ich habe das Ortomol genommen und die haben den Luteingehalt auf 30% runtergefahren. Das muss doch einen Grund haben. Ich glaube, ganz wichtig dabei zu sagen ist, dass das, glaube ich, bei diesen Studien rausgekommen oder bei irgendeiner Studie rausgekommen ist, das, was bei Rauchern erhöht ist. Und Rauchen haben wir sowieso gehört. Rauchen und Makuladegeneration gehören nicht zusammen. Also Lutein kenne ich so, wie gesagt, nicht. Ich, Beta-Carotin war da mal, glaube ich, in Verruf geraten. Das hat man inzwischen von vielen schon rausgenommen. Und nur bei Rauchern. Anders kenne ich es im Moment nicht. So, hier hinten geht es weiter. Ja, ich bin 71 Jahre alt und ich habe seit einem Jahr wie ein Spinnennetz auf den Augapfel. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das Auge bewege, habe ich kleine, mittlere, größere Punkte, die furchtbar stören. Man meint, es fliegt ein Vogel vor einen her und das Auge wird jetzt als drüber. Sollte man da operieren oder nicht? Das hängt auf, also das hat jetzt nichts mit Makuladegeneration zu tun, was Sie da haben, sondern das sind es ist die trockene Makuladegeneration. Die macht aber nicht solche Symptome, wie Sie sie schildern, dass sich da im Auge was bewegt, so wie wenn Sie so ein kleines Spiel sehen, so ein Aquarium, was man bewegt mit so lauter Schneeflocken. So haben Sie es jetzt geschildert, dass Sie da so Trübungen sehen, die im Auge rumschwimmen, mal stärker vorhanden sind, mal schwächer vorhanden sind. Oder haben wir das falsch verstanden? Nee. Ich war aber bei Ihnen in der Klinik und dort hat man mir das bestätigt.
ja, ja. Sind bei Ihnen untersucht worden. Dann handelt es sich primär, vielleicht haben Sie ja zusätzlich noch eine Makuladegeneration, dann handelt es sich aber primär um Trübungen im Augeninneren, im Glaskörper, die sich bei jedem Menschen bilden und der eine nimmt sie stärker wahr, die Trübungen, und bei dem anderen stören sie nicht. Wenn man sich, ich würde mich dann operieren lassen, wenn Sie so stark gestört sind, dass Sie Ihr eigenes Leben nicht mehr führen können. Sonst würde ich mich nicht operieren lassen. Okay, danke schön. Ignorieren. Kann man denn gegen diese kleinen Fliegen im Auge, diese Glaskörperstörung, operativ irgendwas unternehmen? Ja, man kann, Vitrektomie nennt sich das, eine Operation, dass man den Glaskörper und die Trübungen entfernt. Das ist aber ein großer Eingriff. Und wir würden das wirklich nur dann machen, wenn wirklich jemand so stark gestört ist, dass er sagt, ich kann mein Leben nicht weiterführen. Ist aber heute nicht das Thema hier. So, wunderbar. Noch eine Frage. Ja, der Herr da hinten. Wie kommen wir denn zu Ihnen? Oh ja, hier. Es geht. Bitte sehr. Ja, ich habe zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie häufig sind eigentlich beide Augen betroffen oder sind immer beide Augen betroffen? Und die zweite Frage ist, Sie sagten vorher, es schreitet sehr langsam voran. Kann man das konkreter fassen? In welchen Zeiträumen spielt sich das eigentlich ab? Also man muss unterscheiden die trockene Form und die feuchte Form. Die trockene Form schreitet meistens sehr langsam, Jahre, viele Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Das kommt drauf, also man kann aber nicht genau sagen, deine Makuladegeneration führt in 5 Jahren zu einer Halbierung der Sehkraft. Das kann man nicht sagen. Man kann aber sagen, die feuchte Form, die schreitet schon schneller voran. Also man sollte versuchen, sie zu behandeln, nicht zu lange unbehandelt lassen, weil wie wir gehört haben, es kann zu Blutungen führen und diese Blutungen, die sind dann schlecht behandelbar oder wir haben große Defekte, die wir erhalten und die wir nicht mehr wegbekommen. So, jetzt bin ich ganz am anderen Ende angelangt. Ja, ich bin für meine Mutter sozusagen hier. Die hat die trockene Makuladegeneration und die ist schon ziemlich auch fortgeschritten. Und die lässt das unter anderem behandeln durch eine Akupunktur. Meine Frage ist, wie sind da die Erfahrungen? Ist das sinnvoll oder nicht? Gibt keinen Nachweis, dass das irgendeinen Einfluss hat auf den Krankheitsverlauf. Ist auch studienmäßig nicht bekannt. Würde ich auch nicht machen. Würde zumindest kein persönliches Geld dafür bezahlen. So, sehe ich noch einen Finger irgendwo? Ja, Moment, ich komme. Dankeschön. Hindernislauf. Ich habe eine Frage. Welche Gründe können dazu führen, dass bei einer ausgeprägten feuchten Makula nach 3 Lucentis-Gaben es dann heißt, austherapiert, geht nicht mehr, hat keinen Wert mehr, eine weitere Behandlung? Ich habe es richtig verstanden. Sie haben 3 Lucentis bekommen und danach hat man gesagt, es geht nicht mehr weiter. Ja. Ich mutmaße, dass Sie dann sozusagen unter eine gewisse Sehschwelle gesunken sind und dass wir ein vernarbtes Stadium haben. Es ist natürlich jetzt vom Fall schwierig zu sagen, aber wir haben eine Definition, bis wohin wir sagen, es nützt uns was, eine Behandlung, und wo wir sagen, es nützt uns nichts mehr. Wenn wir ein vernarbtes Makulastadium haben, unter 5% Sehkraft haben, ist das dann nicht mehr sinnvoll. Ausnahmen, wenn eine frische Blutung eingetreten ist, wo wir sagen, das ist eventuell der Schuldige oder das Schuldige, wo noch eine Therapie was nützen könnte. Mhm. Kommt denn die Vernarbung durch die Einspritzung? Nein, die Vernarbung ist das Endstadium der Erkrankung. Wenn man nicht behandelt, auch eine feuchte Makula, die geht irgendwann in ein Endstadium. Das heißt, diese Blutung oder diese Blutgefäße, die werden fest, die vernarben. Da bildet sich eine richtige Narbe. Das ist das Narbenstadium. Und wenn da in diesem Stadium die Sehschärfe, und es ist auch nicht mehr feucht, sondern dann sieht man nur noch Narbe, dann nützt auch die Therapie nichts mehr. So, die nächste Frage bitte. Augenblick, der Herr sitzt mir sehr nahe. Hier, da gehe ich mal hin. Entschuldigung. Ja. Ich hätte mal eine Frage, und zwar an den Augenarzt. Wird generell den Patienten dann gesagt, wenn sie Kraftfahrzeug führen, also Auto fahren, dass sie nicht mehr fahren sollen oder positiv sein sollen, ist die erste Frage. Zweite Frage,
kann die ärztliche Schweigepflicht auch mal übergangen werden und die Führerscheinstelle benachrichtigt werden? Ist das möglich oder nicht in ganz gravierenden Fällen? Dankeschön. Nein, wir können die hier in diesem Falle nicht umgehen, die ärztliche Schweigepflicht. Normalerweise sagen wir etwas, wenn wir insbesondere wissen, dass der Patient oder Patientin Auto fährt. Und da war vorhin, glaube ich, schon eine Frage, da hieß es, die Sehkraft, bis wie viel darf ich fahren? Also man sagt, also wenn 50% auf dem besseren Auge unterschritten werden, sollte man es lassen. 40% kann man vielleicht noch diskutieren, aber 30% kann man auf keinen Fall mehr diskutieren. Hier vorne bitte. Bei mir wurde festgestellt, ein Loch in der Netzhaut. Mich würde interessieren, wie kann man das behandeln? Wo war denn das Loch? In der Makula? In der Makula. Ja, es gibt eine andere Erkrankung der Makula, hat mit Makuladegeneration nichts zu tun, da bildet sich ein Loch in der Makula. Warum sich da ein Loch bildet? Weil der Glaskörper, der diese Trübungen macht, der hat so eine Hülle und der reißt manchmal ein minimales Loch in die Makula. Und wenn das Loch weiter fortschreitet, das führt zu ähnlichen Symptomen bezüglich des Sehvermögens wie bei der Makuladegeneration, man hat also Probleme mit dem Lesen, dann kann man das operieren. Das heißt, was würde man da oder wie würde man das? Man holt dann, da ist so eine Haut auf der Makula, so eine feine, dünne Haut vom Glaskörper und die versucht man abzuziehen, wie so eine Folie. Also mir wurde gesagt, man sollte unter Vollnarkose das Auge mit etwas Gas reinfüllen und dann würde man versuchen, dass das wieder haftet oder kleiner wird. Das würde man dann erst ungefähr im Vierteljahr feststellen können, hat es gewirkt oder nicht. Es gibt spezielle Formen, wo man, kommen wir jetzt auf ein anderes Thema, wo man genau in der Makula, da sieht man so eine Anheftungsstelle vom Glaskörper, da sieht man so einen Strang, der da genau daran zieht. Da kann man auch ein Medikament spritzen und dann vielleicht auch Gas reintun, aber alleine Gas reinzufüllen, ohne dass man ein Medikament mit hineintun, würden wir nicht machen. Also wir würden entweder nichts machen, warten, wie es sich spontan verläuft, oder richtig operieren. Wenn ich sehe, wurde so ein Test gemacht, so ein Lichtstrahl. Ja. Der Lichtstrahl geht dann in der Mitte zusammen wie so eine Eieruhr. Genau. Da fehlt eben das, genau. Mhm. Aber wenn Sie sonst noch ein gutes Sehvermögen haben, würde ich mich eher nicht operieren lassen. So, können Sie mal kurz nach vorne rollen? Nur ein bisschen, ich möchte da hinten vorbei. Ach ja, kommt, das ist prima. Klasse. Erstmal zur Information. Vorher hieß von der Statistik altersbedingte Makuladegeneration. Meine Frau hat das schon mit 46 Jahren und das ist für mich kein Alter. Das ist das Erste, obwohl es auch in der ganzen Familie, im ganzen Umkreis diese Krankheit nicht gibt. Und sie fing an mit einer trockenen Makuladegeneration, die zu einer feuchten gekommen ist. Dann fing die Spritzenkur an. Sie hat mittlerweile über 30 Spritzen bekommen in die Lederhaut. Lucentis, Avastin und Eylea. Ich muss sagen, Eylea hat in letzter Zeit etwas geholfen. Aber meine Frage ist, nach dieser Spritzenkur, dreimal Spritzen und dann die Farbuntersuchung, dann wird gesagt, hat sich nicht verschlechtert, wir brauchen jetzt nichts zu machen. Ist es denn nicht besser, aus Vorsorgegründen, wenn man konstant spritzt? Es gibt jetzt mehrere Ansätze. Sie haben einen erwähnt schon, das heißt, dass wir dreimal spritzen und dann gucken, ob die Makula wieder trocken ist, das heißt, ob sie es beruhigt hat und dann wieder so lange warten. Wir machen das meist aber heute nicht mehr mit der Angiografie, wenn es geht, sondern mit dem OCT, weil das viel genauer ist. Also das ist die zweite Untersuchung, die Sie da in den Bildern gesehen haben. Und dann fängt man wieder an, sobald wir Anfänge von dieser Feuchtigkeit sehen und dann wieder drei Spritzen und so weiter. Das ist die erste. Die zweite Variante ist, dass man sagt, heute man spritzt dreimal und verlängert dann das Intervall jeweils um 2 Wochen und guckt, nach wie vielen Wochen kommt sie wieder, diese Feuchtigkeit, und sagt dann -2 Wochen, das ist dein Intervall, das machen wir so weiter. Nicht unendlich, die Frage, wie lange. Ich persönlich handhabe das so, dass ich schon nach einem halben Jahr mal gucke, wie sieht es aus, oder nach einem Jahr mit dem OCT, und das dann auch versuche, wieder abzusetzen.
Und das ist die andere Variante, gibt es noch. Es gibt auch noch ganz feste Formen. Von der Firma Eylea ist das als erstes zugelassen worden, also von dem Medikament Eylea von Bayer. Und zwar, dass man dreimal spritzt im 4 Wochen Abstand und dann alle 2 Monate weiter spritzt. Also wir haben mehrere Optionen. Und wenn Ihre Frau jetzt, sage ich mal, so häufig schon gespritzt wurde, dann ist schon die Frage, ob man da nicht auf so einen festen Modus kommt. Vielen Dank. So, nächste Frage da drüben. Vielleicht zwischendurch eine Frage. Ich habe mal was gehört, man könne auch mit Laserbehandlung irgendwas veröden da in der Nähe von der Makula. Es hat mal einen Ansatz gegeben, bevor diese Spritzentherapie mit diesen Medikamenten, dass man einen Farbstoff gespritzt hat, der sich in dieser Membran, in diesen Blutgefäßen angesammelt hat und dann hat man das mit einem Laser bestrahlt. Das nannte sich photodynamische Therapie. Das gibt es heute nicht mehr, weil die Spritzentherapie die eindeutig besser ist. Danke. Ich bin 83 Jahre alt. Das rechte Auge ist bereits vernarbt und ist der dunkle Fleck, also nach der feuchten Makula. Und das linke Auge, da habe ich jetzt 15 Spritzen, Lucentis-Spritzen und ich möchte gerne auf Eylea umsteigen. Ist das sinnvoll? Warum wollen Sie umsteigen? Ja, weil vielleicht hilft das besser. Wenn das Lucentis wirkt und immer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das Krankheitsbild zurückbringt, dann würde ich weiter bei Lucentis bleiben. Aha. Nur wenn das Lucentis auf einmal nicht mehr wirkt. Ja. Dann würde ich umsteigen. Ich meine, auf Eylea. Soll man überhaupt weiter? Ich meine, 15 Spritzen, das ist ja schon was. Das hängt davon ab. Man muss regelmäßig kontrollieren. Ja. Mit dem OCT ist wieder Feuchtigkeit da, auch unabhängig von Ihrem Sehvermögen. Es kann also sein, dass Sie sagen, ich sehe noch gut. Der Arzt macht die Untersuchung, stellt aber fest, da ist schon wieder Wasser oder Feuchtigkeit. Dann muss man weiter spritzen, auch wenn der Patient noch sagt, ich sehe noch gut. Ich lasse das sowieso im Klinikum immer prüfen. Und ich stelle halt fest, das hält vielleicht 4 Wochen und dann sehe ich wieder schlechter. Ja, dann muss man eben, das war auch nochmal Ihre Frage da eben über die Intervalle. Ich sagte schon, die Studien sind gemacht worden, da ist jeden Monat eine Spritze gemacht worden, unabhängig wie der Befund war. Und eigentlich ist das eine Dauertherapie. Und was es daran hindert, das zu machen, ist dieser extrem hohe Preis, der nicht zu bezahlen ist. Ja. So, jetzt renne ich mal mit durchs Bild hier. Muss man vor einer Spritzentherapie das Makomar absetzen? Also normalerweise machen wir das nicht mehr hier. Ganz am Anfang, wo wir angefangen haben, waren wir vorsichtig, haben wir es gemacht. Ich mache es nicht mehr, die Klinik macht es nicht mehr. Ich kenne keinen im Moment mehr, der es macht. Braucht nicht abgesetzt werden, aber ein gewisses Risiko ist da, dass es zu einer Blutung kommt. Also wenn es jetzt Ihr letztes Auge ist, dann muss man überlegen. Da muss man überlegen, warum muss ich Makomar nehmen? Kann ich das Makomar reduzieren? Gibt es irgendwelche andere Einschränkungen, die einen davon abhalten würden, eine Spritzentherapie zu beginnen? Also gesundheitliche Einschränkungen? Nein, eigentlich nicht. Es sei denn, nur die Belastung für den Patienten ist ja nicht unerheblich. Ne? Man muss in den OP rein, die Patienten sind meistens ältere Menschen. Eine Spritze ins Auge ist auch nicht so ganz so einfach und ist schon Stress. Bisschen lauter. Also es gibt keinen Grund zu sagen, die Spritzentherapie sollte man nicht machen, aber der Stress für den Patienten ist auf jeden Fall vorhanden. Okay. Was halten Sie von der Sauerstoff-Mehrschritttherapie? Das wird immer wieder propagiert, liest man auch manchmal in Apothekerzeitungen, dass auch diese Sauerstofftherapie helfen soll. Es gibt bisher keinen Hinweis und keine größere Studie wie bei diesen Spritzentherapien, die zeigen, dass das wirklich dauerhaft wirkt. Sauerstoff ist immer gut für den Körper, aber wir würden das nicht empfehlen. Nee. Wie sieht es aus mit Röntgen? Nee, würden wir auch nicht empfehlen. Röntgenstrahlen schon gar nicht. Also ich habe die feuchte Makula und habe dann noch 5 und da 20 bis 25% und sehe neuerdings immer so ein Gitter
wie so ein Gitterzaun. Und der war erst größer und jetzt ist er kleiner, aber immer farbig. Als ob ich vor so einen Maschendrahtzaun gucke. Ja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass eben Ihre Makula feucht, Sie sagten ja selber, sie ist auch feucht und da ist halt Flüssigkeit drin und Sie müssen sich überlegen, in der Makula, das sind 1 Million Sehzellen, nur in der Makula 1 Million, die sind jetzt alle so ein bisschen aufgedunsen, verschoben in sich und dann kommt es dann manchmal zu diesen Sehwahrnehmungen, wie Sie sagen. Das ist einfach eine Fehlfunktion der Makula durch die Erkrankung. Kann man nichts dran machen. Schade. So, gehen wir mal nach da hinten. Bleiben Sie sitzen, das schaffe ich. Das ist mein schlankester Teil da unten. Hallo. Ja. Nolte ist mein Name. Ich bin zwar nicht von der Krankheit betroffen, zwar postoperativ durch Star-Operationen betroffen, aber ich habe jetzt mal eine ganz andere Frage. Wenn ich das hier so höre, es betrifft nicht nur alte Menschen, es betrifft auch relativ jüngere Menschen. Wie sieht denn die Zukunft vielleicht technisch aus, um dem Menschen das Augenlicht wiederzugeben auf andere Art und Weise als mit Medikamenten oder sonstigen Operationen? Denkt man darüber nach mit, ich will jetzt nicht irgendwas mit Chips sagen, aber ich glaube, ich habe schon mal irgendwas darüber gelesen. Also es gibt Versuche, wie man die Makulafunktion ersetzt, zum Beispiel durch einen elektronischen Chip. Ja. Aber das Ganze ist sehr im experimentellen Stadium und wie gesagt, auf einem Quadratmillimeter sind 1 Million Zellen. Das mit einem Chip zu ersetzen, ist nicht einfach. Sie müssen die Anbindung dann an den Sehnerv machen, der besteht auch aus 1 Million Fasern, denn die Signale müssen ja ins Gehirn transportiert werden. Also dass man eine Makuladegeneration im Endstadium mal mit einem Chip behandelt, sodass sie wieder lesen können, sehe ich nicht. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Aber man ist da dran, aber das ist ganz im Anfangsstadium. Ich muss mich nochmal stören. Danke. So, jetzt bin ich hier drüben. Mein Name ist Rode. Ich habe folgende Frage. Wie ist es, wenn man regelmäßig zur Augenuntersuchung geht, besonders im fortgeschrittenen Alter? Erkennt der Augenarzt eine solche Erkrankung früher, wie man sie selbst vielleicht durch Ihre Erklärung erkennen würde? Ja, wir erkennen sie auf jeden Fall, wenn wir die Netzhaut spiegeln. Die Frage, ob es dann sinnvoll ist, schon was zu machen, außer Ihnen das zu sagen, außer vielleicht zu sagen, Sie sollen auf Ihre Ernährung, auf die Risikofaktoren achten, mehr können wir dann auch nicht tun. Okay. Aber wir erkennen sie auf jeden Fall. Wir erkennen jegliche Formen. Wir erkennen auch physiologische Alterungsformen. Also man muss auch sagen, dass die Makula natürlich nicht bis zum 80., 90. Lebensjahr völlig super aussieht wie mit 20. Sie kriegt Altersveränderungen, die der altersbedingten Makuladegeneration am Anfang ähneln. Also wir haben diese Drusen, die sind aber anders. Die sind kleiner, die sind nicht wie bei der Makuladegeneration. Ist es eigentlich ein Zufall, ob sich die Degeneration feucht oder trocken entwickelt? Es ist so, die Frage ist, wird aus jeder trockenen Form eine feuchte Form? Nein, das wird es nicht. Aber es gibt bei der trockenen Form Hinweise, wo wir wissen, der bekommt es eher. Also ist die Degeneration immer erst trocken und dann feucht? Herr Effert. Ja. Also die Makuladegeneration fängt in der Regel trocken an, also dass einer direkt da eine Blutung entwickelt, ist sehr ungewöhnlich. Das heißt, man sieht bestimmte Veränderungen, er nannte schon Drusen, da gibt es medizinische Bezeichnungen, Pigment, das Pigmentepithel ist eine Schicht in der Netzhaut, was sich dann verändert, dann schreiben wir ins Krankenblatt Pigmentepithelverschiebungen oder Drusenbildungen. Ja, und das kann man im OCT da noch viel genauer sehen. Sie haben ja gesehen, wie unregelmäßig das war. Und das ist in der Regel am Beginn der Trockene. Also in der Regel beginnt die Makuladegeneration trocken und wandelt sich dann in 20% um in das Feuchte. Warum der eine ja, der andere nein, wissen wir nicht. Wie groß ist denn die Chance, dass man eine auf dem zweiten Auge auch bekommt, wenn das erste befallen ist? Ja. Also die ist auf jeden Fall hoch. Also der das auf dem ersten Auge hat, der muss echt regelmäßig zum Augenarzt gehen, weil die ist hoch, die Wahrscheinlichkeit. Ja.
Also es ist sehr selten, dass das wirklich einäugig bleibt. Aber man muss auch eins sagen, auch die trockene Form, die kann sich so schlecht entwickeln, dass sie nachher wie die feuchte, vernarbte endet. Sie sieht nur anders aus. Dann noch eine Frage, vielleicht für mich ein bisschen zum Einschätzen, beruhigen, wie auch immer. In meiner Familie ist die feuchte Makula häufig vorhanden. Wie hoch ist denn da so das genetische Risiko? Ich hatte schon gesagt, es hat eine genetische Komponente, aber das Risiko liegt, glaube ich, so bei 5-10%, ist bei Ihnen oder bei demjenigen 5-10% höher als bei dem, der keine Makuladegeneration in der Familie hat. Gleich ist etwas erhöht, aber nicht, dass man sagen kann, deine Mutter hat eine Makuladegeneration, du kriegst mit 80% auch eine. So hoch ist das Risiko nicht. Ich weiß die Zahlen nicht genau. Jo, da haben wir's dann. So, ich schleiche mich mal wieder durch die Gänge hier. Augenblick, bitte. Schon bin ich da. Eine Anmerkung. Kann man der jungen Frau dort hinten, der jungen Dame, nicht ein bisschen mehr Hoffnung geben von Seiten der Ärzte, weil der es so aussichtslos erscheint? Und das Zweite. Wie ist das bei Organtransplantierten? Können da alle Untersuchungen durchgeführt werden? Bei einer Patientin wurden da Einschränkungen gemacht. Und die dritte Frage, das Orthomol, sollte man das nehmen nach Anwendung? Weil manche Stimmen sagen, das wäre zu hoch dosiert, dass man es auch etwas reduzieren kann. Also erste Frage war, wie man ihr helfen kann. Ich kenne jetzt den Fall konkret nicht, aber Sie hatten ja schon gesagt, Sie waren ja schon in verschiedenen Kliniken. Es gibt halt einfach Fälle, wo man definitiv nichts machen kann. Und das ist für uns als behandelnder Arzt genauso frustrierend und erschütternd und betrüblich wie für den betroffenen Patienten. Die Hoffnung ist halt die, dass in der Regel es doch sich irgendwann begrenzt, also dass nun jetzt die gesamte Makula da hinten vernarbt, ist sehr, sehr selten. Und dass es auf beiden Augen passiert, ist noch seltener. Also bei Ihnen muss jetzt die Hoffnung sein, dass das relativ schnell in das Endstadium der Erkrankung übergeht, also in dieses Narbenstadium. Und dass die Narbe, die sich dann gebildet hat, so klein ist. Und da muss man halt überlegen, ob die Spritzentherapie dann nicht doch sinnvoll ist, auch wenn es für Sie subjektiv keinen Gewinn gebracht hat, dass dann hier die vergrößernden Sehhilfen Ihnen dann eben helfen. Zweite Frage war Organtransplantation, haben wir jetzt selten den Fall. Im Grundsatz, ob man die Behandlung machen darf bei Organtransplantationen, würde ich sagen, ja. Dritte Frage war Orthomol. Also wie gesagt, ich weiß, muss ich jetzt selber sagen, auch wenn ich hier der Chef der Augen bin, die Dosierung bei Orthomol nicht. Ich weiß, dass es im Anfangsstadium, als diese Medikamente oder diese Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt kamen, dass da eine Diskussion entstand, die Dosierungen sind zu hoch. Dass aber inzwischen, die jetzt auf dem Markt sind, dass man das alles angepasst hat. Und ich glaube aber auch, wenn Sie viel Gemüse essen, dass Sie sehr wahrscheinlich die notwendigen Vitamine und auch das Lutein auch so sich aneignen können, zuführen können. Herr Professor, Sie kennen sicherlich als Leiter der Augenklinik im Klinikum auch medizinische Studien, die Erprobung von anderen Medikamenten in Deutschland oder in Amerika beschreiben. Entwickelt sich da noch was oder ist man jetzt mit diesen drei Spritzentherapien so im Augenblick am Ende angelangt? Nein, also die Entwicklung geht halt dahin, weil das hatten wir ja auch schon diskutiert. Es ist letztendlich eine Dauertherapie, ja, und es gibt jetzt Ansätze, das in Form von Tropfen applizieren zu können. Ja, das wird natürlich die ganze Sache wesentlich erleichtern. Es gibt Ansätze, dass man Medikamentendepots, das hat man früher bei HIV-Patienten auch gemacht, dass man also so ein kleines Depot, also ein kleines Medikamentenkörper ins Auge spritzt oder injiziert, der dann über einen längeren Zeitraum, meinetwegen über ein halbes Jahr, kontinuierlich
das Medikament abgibt, um eben ständig die notwendige Konzentration an der Makula zu haben, damit das nicht fortschreitet. Das sind die momentanen Ansätze. Die zweite Geschichte ist natürlich, dass man die Ursache von der ganzen Erkrankung, da gibt es eine unglaubliche Anzahl von Literatur- und Forschungsinstituten, aber die Materie ist so kompliziert, die Makula und die ganzen Zellen, die Sehzellen, dass man bisher nicht an die Ursache rankommt, wie bei der Krebstherapie auch. Ja, herzlichen Dank. Ich sehe im Augenblick kein Händchen mehr oben. Es war eine tolle, lebhafte Diskussion. Ich bedanke mich bei allen, die Fragen gestellt haben. Ich bedanke mich bei allen, die so tapfer zugehört haben, auch wenn die Antworten nicht unbedingt zuversichtlich klangen in den meisten Fällen. Ich fühle mit Ihnen. Ich bin auch Kunde bei Professor Effert. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund und kommen Sie wieder. Dankeschön.